Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal eine kleine Servervorstellung und zwar einen Minecraft-Server, auf dem ich schon seit längerem spiele. Und es passt genau, die Sonne geht auf. Und ja, ich muss erstmal sagen, mit dem Shader sieht es richtig nice aus. Das ist im Übrigen das erste Mal, dass ich jetzt mit Shader hier drauf spiele. Ja gut, ich zeige euch als erstes mal den Spawn. So, wir spielen auf dem Server Eldercraft, also ich und der Darko. Ich spiele hier schon eine ganze Weile drauf, dann habe ich eine längere Zeit Pause gemacht und dann bin ich durch Darko wieder drauf aufmerksam gemacht worden. Und ja, was soll ich sagen? Ich bin jetzt hier seit längerem wieder drauf, habe einen Beruf, in dem ich schon Level 60 bin, habe ein bisschen was an Geld auf der Bank und in der Hand. Und ja, okay, also, es gibt auf dem Server eine Kreativecke, wo man kreativ bauen kann. Es gibt eine Sky-Welt und noch diverses anderes. Das alles könnt ihr euch selber angucken auf der Internetseite. Den Link zur Internetseite schreibe ich natürlich unten in die Videobeschreibung. Und ich spiele normales Eldercraft mit Berufen und dem ganzen Pipapo. Vorneweg, der Server eignet sich eigentlich ideal für RP, aber irgendwie macht das hier keiner, aber gut, bleibt jedem selbst überlassen. So, also wie gesagt, man spawnt nicht hier, sondern man läuft, jo, gut, ich mach den Shader mal ganz kurz raus, man spawnt bei einem gewissen Captain auf einem Schiff, der einem per Quest die ersten Sachen erklärt. Und wir können ja mal ganz kurz gucken. Der Hafen war... keine Ahnung wo. Den zeige ich euch dann. So, wenn man die... nach den ersten 2-3 Quests kommt man natürlich hierher. Da sitzt immer Building Dave, der den Server leitet. Dem gehört hier alles. Man hat hier verschiedene NPCs, mit denen man interagieren kann zum Anfang. Danach ist hauptsächlich bis Berufe Level 50 der NPC da hinten, der alte Pit, wichtig. Und da hinten einer, die können wir uns im Angucken gehen. Der Server ist mittelalterlich gehalten, zum Beispiel, zumindest der Spawn. Es gibt verschiedene Städte. Auf der Internetseite wird gesagt, 100 Städte, so viel sind es allerdings noch nicht. Der Server besteht seit 2012 und ja, hier beim Bauleiter Horst gibt es jeden Tag alle 20 Stunden eine neue Quest. Wir können ja mal gucken, Birkenholzbretter möchte der haben, die nehmen wir doch gleich mal an. So, und dann gibt es natürlich ein bisschen Geld, für was man sich auf dem Markt wieder Sachen kaufen kann. Der Fuhrmann bringt einen natürlich in Farming-Welten, den Nether, das End. Diverse Sachen sind hier auch gesperrt, wie Hopper, Elytra, Schalker-Boxen. Hier sieht man es, Städte bis 80. Da kommen wir später dazu. Hier hinten seht ihr die ganzen Anfänger-Grundstücke. So eins bekommt man gratis gestellt, wenn man die ersten Quests erledigt hat. Ich habe auch eins, mit dem ich aber nicht mehr interagiere, weil es zu klein ist. Das sind 8x12 oder 8x10 Blöcke oder so. Da kann man halt nicht wirklich was bauen. Und ja, gut. Ansonsten hier... das ist Gasthaus, da kann man sich ein Zimmer mieten, das ist aber wirklich, ja, das lohnt sich nicht. Man kann innerhalb, wenn man hier anfängt, innerhalb von einer Stunde das gratis Anfänger-GS bekommen. Und das reicht schon vollkommen aus. So, da sieht man es im Übrigen, Anfänger-Grundstücke gibt es eine ganze Menge. So, von seinem Geld kann man sich dann da unten auf dem Eldermarkt auch diverse Sachen kaufen, wie
Rüstung, Waffen, Werkzeuge. Die Shops sind alles gemietete Shops von Spielern. Ich werde euch jetzt gleich zum Anfang mal Darko sein zeigen. Das ist hier Shop Nummer 3. Und da war gerade jemand kaufen. Das freut den Darko bestimmt wieder. Das ist Darko sein Shop. Hier gibt es dann noch 1000 andere. Ich habe hier auch meine begehrten Shops, wo ich immer meine Sachen kaufe, wie Fortune 3 Efficiency Picken, Silk Touch Picke und so weiter. Ja. Dann gibt es hier noch den Admin-Shop. Hier kann man Sachen verkaufen. Gegen Geld natürlich. Hier zum Beispiel Netherzeug, Edelsteine wie Dias, Emeralds, Redstone, der ganze Pipapo. Hier für den Holzfäller ganz interessant. Für den Bergbauarbeiter ist das hier halt hauptsächlich interessant. Man kriegt allerdings auch Erde und Kies. Das kann man dann hier verkaufen. Hier sind so Wassersachen. Halt die Pflanzen mit Lebensmitteln, Tierprodukte und Monster-Loot. So, hier ist ein Auktionshaus. Hier kann man Sachen verkaufen, wenn man möchte. Die da habe im Übrigen ich eingestellt. Können ja gleich mal gucken. 6000 für 14 antiken Schrott. So viel habe ich aber, glaube ich, sogar noch. Aber ihr seht, ja, es gibt teure Sachen, günstigere Sachen. So, das war der Eldermarkt. Dann werde ich euch jetzt mal die ein oder anderen Grundstücke zeigen. Es gibt moderne Grundstücke, es gibt Mittelalter-Grundstücke, es gibt Fantasy-Grundstücke, Science-Fiction, zum Beispiel auch Star Wars. Und wir waren gerade eben in der Stadt 2, da bin ich gespawnt. Hier hat auch der Darko sein Haus, sein erstes richtiges Haus, was er sich gekauft hat. Die Stadt wurde leider Gottes enteignet, weil sich der Stadtherr nicht mehr gemeldet, geregt hat, wie auch immer. Das heißt, man kann die Stadt irgendwann wieder für 40, 45 Millionen kaufen. Bis dahin ist es aber wortwörtlich ein steiniger Weg. So, hier sieht man es. Also die Stadt ist mittelalterlich gehalten. Und ja, das ist halt auch so der Baustil, den ich mag. Welchen ich noch mag, ist so der nordische Baustil. Halt, ja, die nordische Mythologie. Die, die mich persönlich kennen, wissen, ich mag diese Mythologie. Und ja, deswegen halt so mittelalterlich nordisch. Passt schon. So, ich sprinte jetzt mit Absicht mal hier so ein bisschen durch die Gegend, denn wir möchten ja mehr zeigen, als es hier zu sehen gibt. Und nebenbei suche ich mal mein Häuschen, denn ich habe keinen Homepunkt, deswegen ja. Zu meinem Grundstück hier muss ich sagen, ich habe ein zweites Grundstück mittlerweile, weil ich genug Geld hatte. Und ja, nur. Das heißt, ich habe jetzt zwei Grundstücke. Das eine ist noch nicht bebaut, aber dafür hat es schon einen fetten Keller. Irgendwo da hinten ist Darko sein Haus. Da werde ich jetzt mal nicht hinrennen. Ich möchte nichts alles leaken. Koordinaten blende ich nicht ein. Die Stadt ist nicht groß. Hier sieht man ein schönes Schiffchen. Jetzt kommt da vorne gleich ja eine Kapelle, eine Kirche, wie auch immer. Und direkt davor steht dann auch mein Häuschen. Sieht man schon da hinten an der Schlangenstatuette. Allerdings ein Problem, dadurch, dass es da kein Stadtherr gibt, kann ich dieses wunderschöne Schild an meinem Grundstück nicht wegmachen, wo der Vorbesitzer draufsteht. Das da, das kriege ich leider nicht weg, deswegen habe ich mir hier zwei wunderschöne blaue Schilder hingesetzt. So, das ist halt mein Grundstück. Eins meiner zwei. Hier mit Keller, das Kistenlager ist jetzt komplett leer, die Tiere sind alle weg. Hier waren halt meine Fressalienfelder, hier war, oh Gott, Kakteen und sowas, hier Baumfarm, Baumfarm. Alles sowas halt.
Ihr seht, hier wird auch mit Schildern gearbeitet für den Lift. Es gibt auch ein Coinsystem. Man kann sich hier Coins verdienen, indem man Voten tut für den Server. Einmal am Tag kann man 2 Votes abgeben und dann kann man sich hier für Coins halt Spawn-Eier kaufen, Coins in Taler umwandeln. Man kann sich hier Schwamm kaufen, 30 Tage TPA, 1 Tag TPA, hier einen Rucksack. Hier gibt es Schätze halt, also eine kleine Schatulle. Habe ich mir noch nie gekauft, ich weiß nicht, was da drin ist, das variiert vor allem auch. Und ja, ne? Ihr seht auch unten in der Hotbar, ich habe verschiedene Essen. Man kann sich nämlich, jetzt muss ich kurz gucken, ne? Da gab es einen Befehl, mit der man das einsehen konnte. Hunger war es, genau. Mein Steak ist zum Beispiel vor 100 Minuten... Nee, ist für 282 Minuten gesättigt, also die Hauptspeise, Gemüse jetzt für 199 und. Wenn man alles voll hat auf 100 Minuten oder mehr, kriegt man extra Herzen, bis zu 10 Stück. Und ja, jetzt gehen wir mal zu meinem zweiten Häuschen. Das Spawn war direkt im Keller, da ich mir hier einen Homepunkt gesetzt habe. Ja, hier meine hart erarbeitete Rüstung, vor allem meine Netherite-Rüstung. Ja, das ist mein kleines Kistenlager. Ich glaube, ich kann noch 2 oder 3 Doppelkisten setzen, dann ist das Limit erreicht. Hier unten natürlich wieder Tiere, Bienchen, Hühnchen, die Eier legen. Hier stelle ich mich meistens hin, wenn ich mal eine rauchen gehe, wenn meine Kinder was wollen oder so. Dann sammle ich die Eier ein, hier ist mein Weizenfeld, hier kommen Kartoffeln hin, Karotten. Wie man sieht, bei mir floriert es. Genau, hier meine Baumfarm. Muss ich noch abholzen. Meine Lianfarm, die irgendwie an die Decke wächst, was merkwürdig ist. So, und mein Grundstück hier ist noch nicht bebaut. Warum? Weil ich hier einen großen Baum hinbauen möchte. Ich muss dazu noch ein paar Ressourcen sammeln. Und dann habe ich hier so eine Art großen Baum, wo man reingehen kann und mit einem Lift nach unten fahren. Beziehungsweise per Schild. Und ich hoffe, dass ich den Stadtherrn hier noch antreibe, denn der muss diese Holzloks wegmachen. Die sind genau auf der Grundstücksgrenze und ja, geht nicht weg. In dieser Stadt, das ist die Stadt 22, finde ich das total geil, dass man hier Schilder hat. Man darf bis zu 49 Tiere haben, 165 Truhen darf man setzen. Dann gehen wir jetzt einfach mal zum Spawn dieser Stadt. Denn jede Stadt für sich hat auch gewisse Regeln, an die man sich halten muss. Und für diese Stadt, die werden wir uns jetzt mal anlunzen. Und zwar müssen wir einmal dahin. Hier sind die Bauregeln, allgemeine Regeln, Bauregeln, Tierregeln, bla bla bla. Und bei den Tierregeln finde ich sehr interessant bei der Stadt. Da steht, solange man nicht Punkt 7... der Serverregeln verstößt, ist alles erlaubt. So, Punkt 7 der Serverregeln. Hier, Punkt 7. Das Thema ist der Regenwald. So. Das ist aber nicht die Serverregel, das ist die Stadtregel. Serverregel der Nummer 7, bin ich ehrlich, weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Gucke ich jetzt auch nicht nach. Und jetzt gehen wir noch mal zum GS. Das ist ja, der Hauptspawn für mich, der auch sehr wichtig ist. Hier sieht man es richtig schön, eine mittelalterliche Ritterburg. Wir sind halt wieder am Eldermarkt, denn jetzt hätte ich das Holz mitnehmen können. Das machen wir dann auch noch. Denn es gibt 2 Wege. Es gibt einmal die Kutscher, die uns in die Städte bringen. Und hinten beim Gasthaus die Fuhrmänner oder wie man die nennt.
So, hier kann ich euch jetzt gerne mal die Stadt Star Wars zeigen. Na, wer kennt's? Wir sind gespawnt in Naboo. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz. Ja gut, so gut ausgereift ist das leider noch nicht. Das muss ich gleich erstmal wieder runterschrauben hier. So. Das ist zum Beispiel auch wieder eine Stadt, wo man einziehen könnte. Also Naboo leider nicht mehr. Die ist schon randvoll. Aber an Naboo grenzen noch zwei weitere Star Wars Städte an. Die werden wir uns jetzt mal angucken. Und die Themengestaltung an sich ist einfach nur Bombe. Ich kann mich da nicht beschweren. Ich habe hier wortwörtlich Bauklötze gestaunt, als ich die Stadt entdeckt habe. Wer kennt's, den Hangar von Naboo mit den Naboo-Fightern? Ah, mein Lieblingsfighter in Star Wars. Den habe ich im Übrigen auch groß in meinem Schrank stehen. Ja, hier geht's dann halt runter zum nächsten Stadtteil, der wiederum etwas Eigenes für sich hat. Erkennen werdet ihr es sicherlich sofort, wenn ich den Weg finde. Oh. Okay, so kann man es auch machen. Das Schild ist mir noch nie aufgefallen. Ja. Kleines Stückchen noch. Dann sind wir da. Da hinten qualmt schon, wie man sieht. Ich weiß nicht, warum meine Chunks sind auf 15 Chunks eingestellt. Irgendwie sieht man hier aber keine 15 Chunks weit. Ich weiß nicht warum. Ob die das in den Server-Properties so eingestellt haben. Soll mir auch egal sein. So, hier sind wir jetzt in... Jetzt lasst mich kurz überlegen. Eldor. War das Eldor? Mit den kleinen Bärchenviechern aus Episode 6? Ich glaube. Eridor war was anderes? Ja, ich glaube, das ist Eldor. Hier natürlich mit einem Läufer auf der imperialen Handlanger. Häuser hier, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch nicht wirklich entdeckt, dass da oben in den Bäumen drinne sind auf jeden Fall Häuser. Aber da hier nur 5 oder 6 Bäume stehen, glaube ich nicht, dass das alles ist. Da wird es irgendwo noch versteckte Häuser geben. Da hinten gibt es irgendwo noch einen Eingang in den Todesstern. Den Todesstern an sich sieht man natürlich selber nicht. Was schade ist, aber okay, es ist zu viel Aufwand. Da oben sieht man ein schönes Kampfszenario. Ah, das sieht so geil aus. Hier ein AT-AT. Geil. So, das hier, nicht wundern, das ist der Lebensbaum von Eldor. Doch, ich glaube, der Planet hieß so. Wenn nicht, könnte mich gerne korrigieren und verbessern. Aber es wäre mir peinlich, wenn es nicht der Fall ist. Ne, hier kommen wir dann in den Todesstern. Das ist so ein kleiner Geheimgang. Ich weiß nicht, ob man den überhaupt nutzen darf. Ich und Darko haben den mal zufällig entdeckt, als wir ein Rätsel gelöst haben. Und ich würde sagen, wir müssen warten. Wobei... Wie es auf Hut aussieht, das dürft ihr gern selber entdecken. Das werde ich euch nicht zeigen. So, dann gehen wir jetzt in noch eine kleine Stadt. Mal schauen, was mir da so einfällt. Was könnte man uns angucken? Es gibt so viele Städte. Gucken wir uns was Modernes an, was Mittelalterliches. Was Fantasy-mäßiges, Science-Fiction haben wir ja gerade. Wir können ja mal hier hinten reingucken. Hier haben wir die Stadt Craigtown, Oasis, Lavina, Free City, Hogwarts, Eriador, Sunrise City.
Teppes, Stateless, Königsmund, Sundown, Toria, Eidyndrill oder so, Kaidas, Straßburg, München. Hier ist halt Newport, Stadt 22, wo ich bin. London, da hat der Darko sein zweites Haus. Glendale, Bananas, Liberty City. Diese Stadt gefällt mir überhaupt nicht, bin ich ganz ehrlich. Elandriel, Elementra. Ich zeig euch Elementra, denn die ist auch richtig nice. So, in jeder Stadt gibt es natürlich auch wieder Shops, die man sich mieten kann, um sein Zeug zu verkaufen. Was verkauft denn der so? Ist das teuer. Wobei, das geht. Also, ja, hier gibt es viel Auswahl. Da wollten wir jetzt nicht hin. Nee, zu den Shops wollten wir jetzt nicht mehr. Wir wollten uns die Stadt anlunzen. Das ist der eigentliche Hauptspawn der Stadt. Hier kann man sich dann die Städte durchlesen. Stadt Nummer 39, Katsuragi, Landschaft, Berggras, Bau. Blockpreis 200 bis 300.000. Den Kaufmann sieht man hier, den Stadtherrn und. Hier ist zum Beispiel Landschaft Flachland, Landschaft Dschungel, Meer und. Wir wollten uns aber Elementra, wie auch immer, angucken. Verkaufsraum Stadtregeln, da sieht man es wieder. Jede Stadt hat ihre eigenen Regeln. So, und ich denke mal, der Name der Stadt an sich verrät schon alles, wenn man sich das hier unten anguckt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo die Stadtbahn ist. Zur Stadt fahren. Jetzt bin ich wieder über diesen wunderschönen Block gerannt. Zur Mall? Nein. Hier, zur Stadtbahn. Zur Stadt, zum Bahnhof. Hier kann man sich dann aussuchen, wo man natürlich hinfahren möchte. Die sind außer Betrieb. Luftgebiet, Wassergebiet, Erdgebiet und Feuergebiet. Ich zeig euch das da. Das haben sie hier wirklich richtig gut gemacht. Also Props an die, die das gebaut haben. Das ist nicht per World Edit, habe ich mir sagen lassen. Das ist alles per Hand gebaut. Hier saßen mehrere Leute dran. Und ich muss sagen, toi, toi, toi. So, Knopf drücken, einsteigen. Bahn zum Schneegebiet. Ne, wir wollten zum Wassergebiet. So, ich hoffe, dass das Schild hier wieder funktioniert. So, hier sind wir beim Wassergebiet. Okay. Ich glaube, das soll ein umgestürztes Haus Boot darstellen. Sieht aber geil aus. So, das ist das Wassergebiet. Hier kann man sich auch wieder Grundstücke kaufen und selber bebauen. Die meisten sogar noch unterirdisch ausheben. Was man da an Steine, Erzen und so weiter findet, das darf man natürlich für sich selber behalten und verkaufen. Und die meisten Grundstücke, da muss man aufpassen, sind meistens schon ausgehöhlt, weil die werden gekauft von Leuten, werden unten komplett ausgehöhlt, da wird dann ein Liftschild angebracht und dann wird es wieder neu verkauft für mehr Geld. Also da muss man wirklich gut aufpassen. So, von der Wasserstadt kommen wir hier direkt in die Wüstenstadt. Hier hatte ich mir auch überlegt, dass ich mir vielleicht hier ein kleines Grundstück kaufe. Allerdings 12x20 Blöcke ist das lang. Für 48.000 ist akzeptabel. Also, ich kann euch ja gerne mal noch ein Grundstück zeigen. Das hier ist, wow, 74x44.
und 256, also komplett von Bedrock bis Baue, für 990.000. Holy moly, leider müsste man dann diesen Baum mit abholzen, weil der direkt im Grundstück mit ist, zumindest teilweise. Aber hier lässt sich auf jeden Fall was bauen. So, dann werden wir jetzt noch ganz kurz die eine Quest, die ich angenommen habe, abgeben. Das war die hier. Ich brauche 10 Stacks. 2, 4, 8. Ich muss mir das mal ganz kurz so machen. Das sind 8. Sind nicht ganz 10 Stacks, deswegen fahren wir mal ganz kurz runter. Ach du, das war knapp. Ich muss mich noch daran gewöhnen, dass ich dort noch so einen Aufzug habe und eine Plattform. Der Support hier ist echt geil, muss ich sagen. Also hier hilft jeder jedem. Wenn jemand eine Frage hat, dann stellt man die im Chat. Und schnurstracks ist man... ist dann jemand, der dir hilft, deine Frage beantwortet. Das Problem, ich hatte zum Anfang auch das Problem, ich habe mein Anfängergrundstück beziehungsweise Dings, das hier in dem Gasthaus, das Zimmer nicht mehr gefunden, und da hat mir jemand geholfen. Also es wurde mir schnurstracks geholfen, der Support ist hier echt einwandfrei. Das Spielprinzip ist geil, also hier lässt sich's wirklich aushalten, weil man will im Grunde eigentlich immer der Reichste sein und sich das teuerste Grundstück mieten, kaufen. Und jetzt gebe ich ganz kurz die Quest ab. So, 903 Taler habe ich bekommen. Sehr nice. Ja, man möchte hier einfach der Reichste sein. Ich weiß nicht, wie viel Geld der reichste normale Spieler hat. Das müssen aber auch schon ein paar Millionen sein. Und das zu überbieten, wow. Bei Bergmann, beim Beruf Bergmann, weiß ich von jemandem, der ist Level 74, 75. Also da muss ich ehrlich sein, das Level will ich auf jeden Fall noch knacken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, sich 20.000 Bergmann Berufs XP zu ertraden, indem man gewisse Ressourcen abgibt. Das ist mir aber momentan zu viel. Ich verkaufe die lieber, um an Geld zu kommen. Und ja, weitere Städte werde ich euch heute hier nicht zeigen. Denn die dürft ihr selber erkunden, anschauen, wenn ihr dem Link in der Videobeschreibung folgt. Und ich werde mich jetzt hier verabschieden. Ich werde jetzt noch ein paar Stämme und Leaves farmen für meinen Baum, den ich bauen will. Und ich denke mal, dazu wird es dann auch ein Timelapse-Video geben, wo ich diesen Baum baue. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns auf diesem Server. Denn derzeit sind 51 Spieler aktiv. Und gegen Abend werden es immer so bis zu 70 Spieler. Und da sind auch richtig nette Leute dabei. Ja, also kommt auf den Server und viel Spaß euch dabei.